Hi Leute, viele von euch haben mich ja in den Kommentaren bei Facebook und bei YouTube gefragt, welche Schuhe ich empfehlen würde zum Parcours machen. Die Frage ist nicht so ganz leicht zu beantworten. Ich selber habe schon ungefähr 30 Paar Schuhe ausprobiert. Ich weiß immer noch nicht, welcher davon jetzt der beste war. Es kommt auch darauf an, was ihr für ein Typ seid, also ob ihr hohe Drops macht, ob ihr viel Stangen-Precisions macht und ob ihr eher auf dem Boden Tricking-Sachen macht. Davon ist dann auch abhängig, welcher Schuh am besten für euch ist. Ich werde heute einfach meinen neuen Schuh, den ich mir geholt habe, vorstellen. Ich habe mir den Flyknit One von Nike geholt. Ich werde den Schuh heute auf die wichtigsten Eigenschaften fürs Parcours testen. Das ist einerseits der Grip, dass ihr gut an der Wand Halt habt, dass ihr euch die Wand gut hochdrücken könnt für Wallflips oder einfach um die Wand hochzugehen. Und dass der Schuh eine einigermaßen gute Dämpfung hat, nicht zu fest ist, also dass ihr ein bisschen Flexibilität im Schuh habt, dass ihr euch auch irgendwie gut darin bewegen könnt, damit ihr die Stange fühlt, wenn ihr drauf springt. Dann ist es noch wichtig, dass der Schuh ein bisschen robust ist, dass er nicht sofort nach dem ersten Training kaputt ist und dass er nicht zu schwer ist. Der Grip an der Wand ist eigentlich echt ganz gut. Allerdings muss ich sagen, wenn die Schuhe ein bisschen dreckig sind, dann ist der Grip auch schnell weg. Also ja, muss man ein bisschen aufpassen. Die Dämpfung ist super. Allerdings ist die Sohle ein bisschen zu weich vielleicht. Also wenn ihr hohe Sprünge macht, dann haut es schon ein bisschen durch. Aber allgemein als Trainingsschuh perfekt. Der Schuh ist sehr flexibel trotzdem, obwohl man ein sicheres Gefühl darin hat, macht einen recht stabilen Eindruck. Was das Gewicht von den Schuhen angeht, da sind sie echt extrem gut, also die wiegen fast gar nichts. Also insgesamt bin ich mit dem Schuh sehr zufrieden, muss ich sagen. Sohle ist noch ganz geblieben nach einer Stunde jetzt. Das passiert auch nicht bei allen Schuhen. Der Schuh kostet neu jetzt gerade 170 Euro. Das ist natürlich ein sehr hoher Preis. Für Anfänger, die jetzt nicht so oft trainieren gehen, lohnt sich das wahrscheinlich noch nicht. Aber wenn man wirklich jeden Tag trainieren geht, sollte man schon echt gute Schuhe haben. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen. Wenn ihr sagt, es war jetzt nicht der richtige Schuh für euch, ist es vielleicht der im nächsten Video, den ich da testen werde. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Und ja, denkt dran zu abonnieren, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis nächstes Mal.